Die Helden des Amateurfußballs werden Ihnen präsentiert von Möbel Wanninger und Globus Plattling. Über 300 Zuschauer waren mit dabei beim Duell des zweiten FC Rudertingen in Rot-Schwarz gegen Primus DJK Eberhardsberg. Kein Wunder, haben diese beiden Teams doch die beste Ausgangsposition eines Quintetts, das sich um den Titel in der Kreisklasse Passau streitet. Allerdings war hier die Devise natürlich verlieren verboten, vor allem für die Gastgeber, die zwei Punkte hinter dem Aufsteiger liegen, der den direkten Durchmarsch von der A-Klasse in die Kreisliga schaffen kann. Und die Gäste auch mit dem besseren Start in die Partie. Nach 7 Minuten hat Alex Schätzl, einer von mehreren höherklassig erprobten Spielern bei der DJK, die Führung auf dem Kopf. Die Ecke zuvor allerdings irregulär ausgeführt, hätte eigentlich abgepfiffen werden müssen. Insgesamt neutralisierten sich beide, wie in den meisten Spitzenspielen, ziemlich gut. Echte Chancen waren deshalb Mangelware. Bis zur 26. Minute. Da macht Rudertings Alexander Bauer eigentlich aus dem Nichts das 1:0. Grundsätzlich keine allzu gefährliche Situation, aber einfach gut gemacht. Das 7. Saisontor vom Rudertinger linksaußen. Doch das Team mit den gefährlicheren Situationen blieb Eberhardsberg. Nach einem weiten Ball von Christoph Schätzl trifft allerdings Michael Philipp denselbigen nicht richtig. Da wäre deutlich mehr drin gewesen. Das war es aber dann auch schon aus Hälfte 1. Beide zwar mit guten spielerischen Ansätzen, aber eben auch mit zwei Top-Abwehrreihen. Doch die der Gastgeber pennte dann kurz nach wieder am Pfiff bei einem Freistoß von Christoph Bartel. Ich persönlich glaube zwar nicht, dass er den so schießen wollte, aber Spielertrainer Manuel Grillhösel war es egal. Er schaltet am schnellsten und köpft das Leder nach 47 Minuten zum Ausgleich in die Maschen. Mit diesem 1:1 kam jetzt aber kurzfristig etwas mehr Leben in die Bude. Vor allem die Hausherren drücken nun auf die erneute Führung. Ein Remis würde ihnen ja nicht allzu sehr weiterhelfen. Doch auch in der besten Phase zwischen etwa der 50. und 60. Minute gelang es ihnen trotz dreier recht guter Chancen nicht, einen zweiten Treffer zu erzielen. Zweimal André Schirotzki und Lukas Bachel scheiterten entweder an Torwart Marco Blab oder an sich selbst. Und so hätte dann fast der Primus nochmal zugeschlagen, Grillhösels Kopfball nach Topflanke von Philipp, aber letztlich zu unplatziert. Mit dieser Szene aus der 64. Minute hatten dann aber beide Parteien ihr Pulver verschossen und so gab es am Ende ein schiedlich-friedliches 1:1. Die Stimmen zum Spiel. Klar ist bei uns auch so, wir hätten eigentlich diese 3 Punkte gebraucht, dann wir ja, wieder nach vorn kämen. Ich glaube aber, dass unterm Strich eigentlich gerecht war das Ganze, weil Eberhardsberg 2-3 gute Chancen gehabt hat und wir speziell in der zweiten Option noch gute Möglichkeiten gehabt haben. Ein bisschen ärgerlich war halt der Zeitpunkt vom Gegentor und vor allem dieser unnötige Gegentreffer. Aber insgesamt kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, weil wir, glaube ich, schon die 90 Minuten sehr viel investiert haben. Es war ein gutes Spiel, wie gesagt, es hat nicht ganz gereicht. Also man muss unter Strich auch sagen, okay, war in Ordnung. Das Spiel, das war eigentlich sehr ausgeglichen. Und ich habe es halt so gesehen, wer das erste Tor schießt, der gewinnt das Spiel. Aber da haben wir natürlich die besseren Chancen gehabt hätten, hätten sie mir mehr verdient gehabt, wobei ich aber in Sepp nichts wegnehme und ich trotzdem für das gerechte Unentschieden stehe. Ich finde, grundsätzlich war es von beiden Mannschaften ein gut geführtes Spiel. Härte war drin, Torchancen auf beiden Seiten. Leider haben wir dann 1 zu wenig gemacht, dass es unentschieden worden ist. Grundsätzlich denke ich aber auch, dass verdientes Unentschieden ist und wir haben noch 5 Spiele und da können wir noch den Aufstieg oder die Meisterschaft holen. Das will aber auch Eberhardsberg und die haben die besten Karten, auch wenn das Quintett an der Spitze weiterhin eng beisammen liegt. Eberhardsberg, Rörnbach, Rudertingen, Obernzell-Erlau und Straßkirchen trennen nur 3 Punkte. Da ist Spannung bis zum letzten Spieltag garantiert. Die Helden des Amateurfußballs wurden Ihnen präsentiert von Möbel Wanninger und Globus Plattling.